Nuna Frey, Künstlerin. Lisa Majokova, Pianistin. Alexander Skriabin, Komponist und Pianist. Synästhetiker und Philosoph. Er studierte zusammen mit Sergei. Er studierte zusammen mit Sergei Rachmaninow. Wer Rachmaninow nicht kennt, googelt unbedingt das Lied All by Myself. Skriabin konnte Musik mit Farben sehen und hat das erste Farbenklavier konzipiert. Das sind kleine farbige Scheinwerfer, die bei Berührung der Klaviertasten zu leuchten beginnen. Quasi die Urform von der heutigen Beleuchtung in den Clubs wie Stroboskop und so. Genau, Skriabin hatte die Vision von, eine große Vision, die Vision von einer Welt ohne soziale Ungleichheit, ohne Armut und ohne Elend und sogar ohne Geld. Er sprach davon, dass der menschliche Wille im Kampf gegen die dunklen Mächte gewinnen kann und die Kunst soll diesen Willen mobilisieren und die Menschen befreien. Du meinst wie die Jedi und die Rebellenallianz im Kampf gegen Darth Vader? Ja, genau. Als Skriabin diese Stücke schrieb, die Präludes Opus 11, befand er sich selbst in so einer Art Rebellion, nämlich im Kampf gegen eine sehnenentscheidende Entzündung an der rechten Hand, die sein Klavierspielen stark beeinträchtigte. Ah, die folgenden Stücke komponierte er teils bei sich zu Hause in Moskau, teils auf Tour und teils während seiner Kurbehandlung in Europa. Und nun laden wir euch zu einer kleinen Zeitreise ein, durch die Städte, die Skriabin damals inspiriert hatten. Und durch die farbigen Klänge, die vielleicht auch in uns diesen, ja, diesen Willen für eine bessere Welt, von der Skriabin sprach, erwecken wird. Wer weiß. Viel Spaß. Moskau. Thank you.
Heidelberg. Moskau. Kiew. Paris.
Moskau.
Dresden. Moskau. Thank you.
Vizna, Schweiz. Moskau. Paris.
und Heidelberg.